Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und mit mir spielt der? Da oben steht in der Ecke, Montro 87. Genau. Ach so heißt du, ich hab echt vergessen. Und wir spielen Ghost Recon Wildlands. Gerade waren wir in so einem Kokain-Geheimversteck in der Höhle und jetzt geht's ab zur nächsten Mission. Oh, hast geparkt. Ich hab mal hier geparkt. Ich hab mal so eine lila AK genommen. Und der Montro hat jetzt eine Schrotflinte. Fette Mega-Schrotflinte mit Nullschuss. Mit Nullschuss? Hast du schon leer geschossen? Ich hab die gerade schon leer geballert. Wir haben mal gerade so Probeschießen gemacht. Okay. Schauen wir mal. Ja. Wir müssen hier, was müssen wir denn? Finden Sie den Assistenten, ohne entdeckt zu werden. Das können wir am besten, nicht entdeckt werden. Ja. Bowman, wir sind vor Ort. Und Wanzen platzieren. Welche besonderen Merkmale? Nichts Eindeutiges. Sie haben doch bestimmt Abhörgeräte im Gepäck. Versuchen Sie es da, wo viele VIPs rumhängen. Vielleicht verrät uns einer, wo sich der Assistent rumtreibt. Ich melde wo können wir hier hoch? Hören. Denken Sie dran, die Wanzen sind zwecklos, wenn man sie sehen kann. Außer Sicht bleiben. Wanzen setzen und weg. Wie Schatten in der Nacht. Kommst du nicht weiter? Oh. Ne, hier kommt man irgendwie nicht hoch. Kommt man hier hoch? Ich komme nur runter. Hier kommt man auch nicht hoch. Wie sollen wir denn so nicht entdeckt werden? Das ist doch ein Spiel. Wie, irgendwer singt hier. Okay. Oh, da wurde ich schon fast entdeckt. Oh, ich komme hier echt nicht hoch. Ich bin jetzt außen rumgelaufen. Ja, bei mir geht's wieder gerade tiefer runter. Wir sollten doch unentdeckt bleiben. Hat nicht geklappt, sorry. Toll. Ja, mit einmal hat da was gestanden und dann wollte ich drauf schießen und hab nicht getroffen. Wegen dir ist der Einsatz fehlgeschlagen. Okay, nochmal. Jetzt aber richtig. Das war ein Testanlauf. Vielleicht sollte man auch mit der Drohne mal checken, wo überall die Leute sind. Und soll ich die Aufnahme für dich beenden? Nein. Wir machen das ja nicht wie bei dir, wo nur die schönen Sachen reinkommen. Was? Stimmt ja gar nicht. Ich verkacke jetzt sehr häufig. Ich denke immer so, wenn ich die Verkack-Videos auch noch alle hochladen würde, dann hätte ich ja 500 Videos und... Außerdem, das war alles Absicht, das habe ich absichtlich gemacht, um wieder Munition zu haben. Ich verstehe. Wir laufen übrigens in die falsche Richtung. Ja, aber hier komme ich schnell hoch. Gar nicht verdammt, auffällig, so mit lila Waffen und keine Ahnung, hier an der Straße. Ja, war keine gute Idee, hier von mir lang zu gehen. Ich komme hier nicht so wirklich hoch. Soll ich dich erschießen? Ja, nee, ich komme doch hoch. Okay. Wenn du Terror machst hier, dann muss ich schon dabei sein. Bowman, wir sind vor Ort. Hat Cassitas Helfer vielleicht irgendwelche besonderen Merkmale? Nichts Eindeutiges. Sie haben doch bestimmt Abhörgeräte im Gepäck. Versuchen Sie es da, wo viele VIPs rumhängen. Vielleicht verrät uns einer, wo sich der Assistent rumtreibt. Ich melde mich, wenn wir was hören. Denken Sie dran, die Wanzen sind zwecklos, wenn man sie sehen kann. Ich nehme die Drohne. Außer Sicht bleiben. Oh, die haben mich gesehen, die Schweine. Wie Schatten in der Nacht. Ein Hauptmann. Vielleicht ist es auch, wenn trotzdem die ganzen Leute tot sind. Hm? Ob das auffällt, wenn ich die ganzen Leute erschieße? Nein. Guck mal. Hey, hallo. Hallo, Dröhnchen. Droni. Ein Drecksack weniger. Erste Wanze gelegt. Ich glaube, wir haben schon alles sauber gemacht, oder? Nee, der Hauptmann lebt noch. Hm.
eine Drohne platziert. Sie sollten genug Dreck für Bowman sammeln, um Karsidas Helfer aufzuspüren. Machen wir die Biege und verpissen uns von hier. Wo ist er? Wo ist der Hauptmann? Keine Ahnung, aber hier ist Waffen-Dingsbums. Hier war irgendwo noch ein Hauptmann. Oder hast du den abgeknallt? Kann sein. War gut. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Aber ich find's echt witzlos. Wir packen da jetzt, wir machen da jetzt irgendwie, ja. Hast du getötet? Normalerweise reicht's auch, wenn du, ja genau. Ich hab mich jetzt nicht reingehört. Ich fahre. Nee, ich meine, wir platzieren da hier Mikros und so, ne? Aber schießen alle Leute tot. Ja, das sieht keiner, ne? Also wenn da jetzt einer kommt, der würde gar nicht mitkriegen, dass da einer gewesen ist. Leichen sind ganz normal. Hier in Bolivien ist das völlig normal. Alles klar, Nomad Ende. Dafür ist Kaffee bekannt für, Bolivien bekannt für Kaffee und Leichen. Genau. Zufällig auftretende Leichen. Ja, die fallen auch mal beim Regen einfach runter. Was guckst du, ob es regnet? Ich hab grad mit meiner Drohne, aber ich bin so schnell weggefahren. Aus dem Weg! Da sind die Bösen, da darfst du schießen. Tango getroffen. Siehste. Ja, Schrotflinte ist gut. Hier aussteigen oder gleich reinfahren? Boah, lass mal hier scouten. Ich würde hier oben rechts erstmal hingehen, weil oben rechts sind hier auch schon Leute. Oben rechts? Oh ja, stimmt, in dem kaputten Haus da oben. Nicht, dass die von hinten wieder angreifen oder so, die Schweine. Oh, ich sehe einen Feind. Zwar ein Schaf. Ziegen. Oder so. Viehzeug. Mit einer Pistole habe ich Erfolg freigeschaltet. Diese Tango habe ich erledigt. Kater gesagt, ja. Ich glaube, hast du gesagt, ja. Was hast du mit der Pistole gemacht gerade? Hier sind keine Gegner. Ja, doch, an der Straße habe ich doch leichte rote Punkte. Ich sehe eine kleine Gruppe Tangos. Wo hast du den getroffen? Ja, Kopf. In der Bar? Ne, hier auf der Straße. Da vom Eingang ist auch einer. Oh. Also mit meiner Drohne finde ich hier. Oh, da unten sitzt endlich mal einer. Leise. Fliegen wir auf, sind unsere Tage als Spanner gezählt. Zweites Ziel da drüben. Ja, da komme ich mit meiner Pistole wahrscheinlich nicht hin, oder? Drittes Ziel da. Hm. Ja, die sind halt, Ja, ich habe nur gedacht, weil das auch hier so rötlich war. Ja, nicht, dass sie also von hinten dann angreifen oder so. Nö, war ja perfekt. Und wie kommen wir da jetzt rein? Du kannst einfach reingehen. Die Gegner sind nur außen. Tango ist tot. Was? Warum? Oh, leck mir doch die Eier, lutschig. Nein! Oh. Ich leck dir nicht die Eier, was hast du gemacht? Was zur Hölle? Ich bin um Ecke gegangen. Ich wusste gar nicht, dass wir nicht entdeckt werden dürfen. Ach so. Ich dachte, ich gehe da jetzt rein und baller die einfach nieder. Ich wusste es jetzt auch nicht, weil ich habe ja aus der Entfernung mit der Pistole ja extra schon draufgeknallt. Ja, und ich dachte, oh, dann gehst du jetzt einfach mal da runter. Wenn du schon da ins Haus gehst, mache ich die unten tot. Ja, super. Aha. So viel dazu. Toll, ich habe doch nur Waffen dabei, mit denen ich Krach machen kann. Hm, jetzt sehe ich wieder keinen. Eine kleine Gruppe Feinde. Oh, oben im Haus war einer. Du hast den kaputt gemacht, dieser kaputten. Der ist tot. Gut. Warum? Ach komm, leck mich doch. Hast du daneben geschossen? Nee, beide tot.
Oder hast du den Politiker erschossen? Nee. Beiden vor dem Haupttor habe ich getötet. Ja, die vorhin auch gekillt. Ja, aber wahrscheinlich irgendwie 2 Sekunden zu spät und der hat irgendwie was, ne? Alarm gerufen oder so. Alarm, Alarm! Und nur Alu Akbar! Und dann war vorbei. Du kannst das besser, du machst das wieder. Yeah, aber ich hab eine Pistole. Ja, siehst du ja mit meinem Scharfschützengewehr. Ich sehe eine kleine Gruppe Tangos. Oh, den wollte ich auch gerade abschießen. Sackgesicht. Weniger. Ich erkenne eine kleine Gruppe Feinde. Das war ich diesmal. Okay. Pistole auf über 100 Meter kannst du knicken. Ja, es läuft, würde ich sagen. Ja, das ist eine gute Mission. Weißt du, wir waren eben gerade so gut, ne, mit dieser einen da. Und jetzt so eine Scheiße. Ah. Oh. Oh, du hast ihn gleich weggesammelt. Zerstört. Ja, die am Eingang machen wir gleich zusammen. Da machen wir simultan Schuss. Ja. Ich zähl gerade nur ein. Wo ist der andere? Das ist irgendwie kein anderer. Doch, da. Einen habe ich hier an dem Auto schon getötet. Ah, okay. Ich nehme den rechten, du den linken. Welches ist rechts, welches ist links? Jetzt sind sie übereinander. Feuer? Nee, warte, die sehen mich. Jetzt, den hinteren nehme ich. Ah, ich kann sehen den vorderen nicht. Okay, ich... scheiße. Moment. Okay, ich nehme den vorderen. Warte, oh. Und go. Ziel eliminiert. Läuft auch. Ah, ich bin aber fast wieder entdeckt worden. So, ja. Jetzt gehe ich hier vorne an die Ecke und gehe erstmal wieder mit der Drohne gucken. Genau, guck mal mit der Drohne. Drohne fliegt. Und ich beschütze dich. Weil da unten ist nämlich einer. Und da unten ist einer. Ich habe noch einen Tango. Und das war's. Mehr gibt's nicht. Ich höre gerade. Oh. Abschuss bestätigt. Verdammt, ey. Einmal daneben geschossen. Irgendwo rechts hinter mir stöhnt einer, ey. Einer ist da noch irgendwo. Oben. Also ich scanne nochmal. Ich erkenne eine kleine Gruppe Feinde. Okay, hast du. Unten gleich einen mittigsten Kill. Okay, dann müssen wir jetzt alle haben. Documentes. Die Bedienstete interessiert sich nicht. Fertigkeitspunkte. Oh ja, da. Wir setzen eine Markierung, damit ihre Zimmer Wellen vom Politiker finden. So viele Zimmer gibt's doch hier nicht. Hast du sie umgehauen? Nö. Kann man Nahkampf irgendwie schlagen? Keine Ahnung. Ja, irgendwie ging... Nee, wenn du direkt vor dem bist, dann hast du irgendwie die Möglichkeit, F zu drücken. Jetzt habe ich es gerafft. Wenn du irgendwas findest, kannst du M drücken, dann gibt es so ein Menü, da kannst du halt alles anklicken, was man findet. Ja, aber bin ich jetzt nicht hören. Wie kommt man hier rein? Ah, hier drinnen sind welche. Da bummst die. Was? So, ich schmutzig. Ist nass gesehen. Ja, hörst du dir nicht reden? Da kommt man nicht rein. Sehr böse. Oh, warte, mit der Drohne rein. Oh ja, guck mal da. Bumse! Man kann gebumse gucken! Wie geht das denn?
Du musst mit der Drohne rein! Die klatscht ihm eine! Setze Drohne ein. Und ich wette, niemand weiß, wie böse du warst. Malissimo. Ist er gefesselt? Ist er gefesselt? Ich glaube ja, ne? Warte, ich flieg mal mit der Drohne ganz nah an. Hier kann man nicht. Ich hab jetzt ihre beiden Berge direkt vor Augen. Oh, schade, dass man mit der Drohne nicht weiter reinfliegen kann. Aber man sieht keine Fesseln bei ihm. Er liegt einfach so, als ob er gefesselt ist, aber man sieht keine Fesseln. Aber wir haben es schon geschafft. Soll ich mal eine Granate reinpfeffern? Nein. Oh, pass auf, Granate! Scheiße, nee, Mine. Oh, scheiße, ich hab Mine gebucht. Wieder am Wechsel. Ich bin noch am Gucken. Kann man noch ranzoomen? Oh ja, man kann ranzoomen. Weißt du noch, wie man Granate wechselt? Diese Katze hatte ein Holzbein. Die Katze hat ein Holzbein. Was läuft im Fernsehen? Weißt du noch, wie man Granate wechselt? Keine Ahnung. Ich nahm das Holzbein und dann. G gedrückt halten? Naja. Warte mal, wie war es mit dem Schalldämpfer? Y oder so, ne? Nee, zielen und dann kannst du umschalten, aber das geht mit Granate irgendwie nicht. Wie kann man das abbrechen? Ach so, rechte Maustaste. Doch, irgendeine Taste gab es doch auch dafür. Da muss ich jetzt gucken. Nee, nicht Controller. Ach, ich schreibe gerade. Das ist das Problem. Das habe ich aber auch gerade geschafft. Schussposition verlassen? Nee, da. Jo. G. Ah, F ist schlagen. Man kann wirklich schlagen auf F. Nahkampf, Müllungs umschalten, ja. T ist sprechen. Objekt benutzen. Wie kann man Objekt wechseln? Das hatten wir noch gehabt. Nein, es war klein. Da, Objekte. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, ganz einfach eigentlich, wie Horst, ne? Willst du mit der Drohne gucken? Ich pfeffer eine Granate hinter. Du hast jetzt hier Minen gelegt? Überall? Nee, ich hab auch das hier Minen gelegt, ja. Ja, es wird vorher das Ketten. Warte, ich geh mal weiter weg. Ich guck nochmal mit der Drohne, warte. Ja, guck mal mit der Drohne. Guck mal, was passiert. Der mit seinem Holzbein immer. Aber die steht da nur, die macht ja gar nichts. Okay, mach mal. Da sieht das Tage als Kartell und es ist vorbei. Oh, guck mal, sie... Lest ihm ein. Hä? Ich seh das nicht, aber sie ist tot bei mir. Ja, aber sie sitzt mit dem Kopf in seinem Schoß. Bei mir nicht. Echt nicht? Ich hab auch nichts vom sexuellen Akt gesehen. Nee, ich auch nicht. Also sie saß einfach nur auf ihm drauf. Ach so, bei mir stand sie einfach nur daneben und das war's. Ach so, nee, bei mir saß sie oben auf ihm drauf. Und hat also, mir die ganze Zeit eine gebatzt. Wenn ihr das sehen wollt, dass ein Politiker eine gebatzt kriegt, dann guckt mal bei Montro. Ich habe hier die FSK 12 Version. Scheinbar, ja. Bei mir ist nichts passiert. Bei mir saß sie auf dem drauf. Ja, wollen wir noch ein Auto klauen und dann machen wir Feierabend, würde ich sagen. Ja. Ich werde fahren. Du wirst fahren. Aber ich will mal ein bisschen Rabatz machen, ich will die AK testen und ein bisschen mit der AK spielen. Ja, hier vorne müssen wir doch das Auto wieder abfangen, da kannst du auch bellern. Ah ne, das war's nicht. Das war's. Ah ne, wir müssen sprengen wie eine... Oh. Eine irgendwas Station. Ah, da müssen wir doch wieder reinsprengen und schnell reinlaufen und was machen. Stationseingänge, boah, wird schon klappen. Ja, das war doch mit Sprengen und dann schnell rein und alles niederballern. Ich hätte auf die anderen nicht schießen sollen, die werden fach von hinten. Ja, Verstärkung rückt an. Ja, die kriegt aber nicht mit, dass wir nicht da sind, wo die sind. Okay, soll ich sprengen? Ja, mach. Granate, aufpassen! Taktisches Sportfenster. Und eine sauber. Geht's hier noch höher? Ich hacke gerade schon. Gut gemacht. Jetzt, wo weniger Kartellstationen sind, können ihre Berge höher einrücken. Nö, dann sind wir fertig. Granate!
Teufel ist das, Motherfucker? Ja, das war einfach. Was ist das denn hier, ein Bunker? Nee, nee, Radarstation. Aber kommen wir nicht rein. Hä? Ah, auf der anderen Seite ist einer. War bei unserem Jeep. Aha. Na, irgendwie sind da unten welche. Ja, die haben wir ja angelockt. Und die habe ich angelockt. Da, wo die angezeigt werden, da ganz hinten, da sind wir vorbeigefahren. Ich glaube, da konnte man noch irgendwas einsammeln. Oh, ich habe ihn getroffen. Ja, da ist ein Fertigkeitspunkt gewesen. Ich habe einen Erfolg bekommen für so einen weiten Schuss. Echt? Ich rotz auch einmal. Aber ich die laufen. Gar der nichts. Muss höher, viel höher. Ich finde, die AK hört sich gut an. Kommt einer zu. Ah, wir kriegen Rebellenverstärkung. Ich hol mal Munition. Schön am Rumpballern. Man hat eindeutig zu wenig Munition dabei. Ha! Erwischt. Ah, nimm das, ihr Schweine! Ah. Weißt du, wo der Typ ist? Der ist irgendwie da hinterm Baum, aber ich sehe ihn nicht. Boah, ich sehe ihn auch nicht. Da ist irgendeine Senke verschwunden. Aber da hinten bei der Villa könnte man nochmal hin wegen Fertigkeitspunkt. Ja, können wir nochmal hinfliegern? Ja. Ich fliege. Ich mach das, ich fliege. Sag ich doch. Ich batze mit meiner Schuhflinte. Batz, batz. Und falscher Sprung. Da ist eine Schlucht, ne? Oh fuck, ja. Ich bin voll in die falsche Richtung gesprungen. Scheiße, ich bin voll daneben. Ich treff die nicht von hier oben, ey. Treff die nicht hier. Er trifft, er schießt von hinten, verdammt. Das sind Lila. Ja, die sind, unsere Rebellen sind gerade reingeflogen. Reingefahren. Ich töte den Typ nochmal in der Schlucht. So, in der Schlucht ist jetzt auch tot. Ob ich hier irgendwo reinkomme. Oh, das war ein Zivilist. Scheiße, ich komme hier nicht rein. Oh nein! Warum kann der Typ nicht springen? Ist das scheiße? Das Zielen ist echt schwer mit dem Helikopter. Jetzt reicht's mir, ich komm runter. Worauf schießt du eigentlich? Auf alles! Voll cool! Ah, ich komme nicht raus. Warum fliegst du auch in den Pool? Doch, jetzt.
Jetzt geht's ab hier. Alles wird zu spät. Alle tot oder was? Alle tot. Wo ist der Feins? Oh, hier hätte man reingehen können. Hier ist das Tor auf. Oh, was findest du denn da schon wieder? Ja, war bei der Munition. Na, guck an. Siehst du, super geparkt. Ich weiß nicht, was du hast. Ja, stimmt, der da in der Ecke, ne? Das ist deiner. In der Ecke? Ja, genau, der in der Ecke. genau den hier. Und ich weiß gar nicht, was du willst. Mein Fallschirmsprung war perfekt. Ich bin genau hier gelandet. Überhaupt nicht daneben. Na los, dann lass uns nochmal auf die Insel ein kleines Waffenteil holen und auf die nächste Insel Bonusorden holen und dann Feierabend. Jo. Die Folge geht schon wieder ziemlich lang. Echt? Bei mir 26 geht eigentlich. Naja. Ist da wer? Hier und die nächste. Da haben wir's doch. Einfach mal runtergehen, ja. Schalldämpfer für die Saiger. Komm. Ist das Rebell oder? Nee, sind Rebellen. Nur zu uns. Ja, hab ich getötet. Waffenkiste entdeckt. Passt gut zu meinen Stiefeln. Siehste, brauchen wir gar nicht kämpfen. Ja? Ich nehme du ein, ich ein. Ja, wir müssen jetzt noch ein bisschen aufräumen, glaube ich, ne? Nächste Insel da. Hast du eine Waffe? Nee. Scheiße. Da kannst du ja rausspringen. Aber hier ist ganz schön was los. Alter, hier sind vier Hubschrauber oben drauf. Ja, die haben ein bisschen am Leben lassen. Ich hab meinen gerade geschrottet. Oh. Kannst ja mal aufklären. Drei Boote sind unten, Schnellboote. Ich klär mal auf. Oh, das war's. Er hat meine Drohne gesehen. So ein Sack. Granate. Der versteckt sich im Haus, die Ratte. Hol ich mir. Oh! Ah nein, fuck, ich bin den Berg runtergefallen und sterbe. Nein. Runtergefallen? Boah, so richtig kacke. Warum kann man nicht sterben? Ich will einfach sterben. Ja, ich komme, ich bin auch runter. Du musst aber aufpassen hier, mit einmal geht's bergab. Ja, ich sehe schon. Ja, so ein bisschen geht, aber dann, ich bin so ein bisschen runtergerutscht und dann war's das. Haha! Alles easy peasy. Wie, du, da, wie, hä? Ich lieg hier weiter unten. Ja, bei mir liegst du hier. Okay. Hier, da, wo du jetzt gerade runtergesprungen bist, da lag ich. Er ist aus dem Fenster gesprungen, hast du das gesehen? Ja, er wollte nur weg, aber nicht mit mir. Ich guck mir mal das Dokument an. Ein Dokument. Och. Alter, hier voll die dicken Boote. Ein Bildhinweis. In diesem Blogpost verurteilt Roman. Ach, was weiß ich, eine irgendeine Versteigerung. Und weiter geht's. Kommen die gerade alle zu mir? Oh. 50 Schuss reichen nicht. Hier standen gerade 5, 6 Leute. Ja, irgendwie sind die alle zu dir gekommen. Ah gut, dass du den erwischt hast. Wird Zeit für unser super special super duper Orden. Lila Helikopter. Jawohl, Bonusorden erhalten.
Ja, Gatling Guns. Der will mich töten! Der wäre fast auf mich drauf gelandet. Flop, auseinandergebrochen. Yeah, Disco! Ich gebe euch den Befehl zum Tanzen! Ah, siehst du? Die fallen alle um, Ich hab ein bisschen. Oh, die hat ein weißes Höschen. Warum tötest du denn alle? Wenn ich alleine tanze, sieht das aus wie so ein Depp, ey. Ist das keine Disco? Schießt man da nicht normalerweise mit? So nach oben. Yeah! Pool Party! Ah, die duckt sich. Betet mich an. Ist der Tanzen irgendwie so? Nee, ne? Die Musik ist scheiße! Die geht ja noch immer hoch. Die geht ja gar nicht aus. Granate, hola putas! Er hat eine Granate geworfen! War ein ziemlich gutes DJ-Pult. Es läuft immer noch! Ist doch alles kaputt! Das DJ-Pult ist unzerstörbar. Oh, guck mal, die hat ihre Tage. Ja. Oh, warte mal. Nee, scheiße, die Musik geht immer noch. Er ist die Anlage des Grauens. Geht einfach nicht kaputt. Ja, Mission complete, oder? Ja, würde ich sagen, ne? Haben wir gewinnt. Springst du denn wieder hin? Ich hole mir jetzt so ein schönes Motorboot hier. Oh ja, damit verlassen wir dann die Folge. Wir fahren dann in den Sonnenuntergang. Warte! Oh, hier ist Bierfass. Oh, oh geil. Oh, mit Bierfass, super. Achso, ich fahre. Leute. Yeah. Ja, ich ich bin dabei gestorben. Wie gestorben? Ich bin tot, ja. Ich kann dich nicht wiederbeleben? Nein, ich bin gestorben. Ich bin nur mal drüber gefahren. Dankeschön. Ich bin direkt gestorben. Ja, dann. Ich hab mir den Kopf an dem Ding gestoßen. Ja, ich fahre in den Sonnenuntergang. Ohne. Ja, Mann. Mach's gut. Tschüss. Abonnieren nicht vergessen. Oh, ich mach Schluss. Abonnieren, liken nicht vergessen. Bis dann, hab euch lieb. Ciao. Ciao.